Sie hat mich gezwungen. Sie hat Martha getötet. Aber wer auf dieser Welt wird mir das jetzt glauben? Sie werden mich in die Irrenanstalt bringen. Warum redet die so komisch? Diese Filmrollen sind meine einzige Hoffnung. Hör doch auf, so zu reden. Junge. Sie hatte also den Schlüssel zu meinem Kinderzimmer. Das hätte ich mir denken können. Wir konnten das gar nicht finden. Wir konnten den Schlüssel... Ja, chill. Mein Gott. Früher oder später werden hier weitere Bomben einschlagen. Dann wird alles zu Ende sein. Oh mein Gott, was ist, warum, wieso haben wir das denn jetzt so eskalieren lassen? Warum haben wir denn jetzt nicht das gemacht, was wir gesagt haben, was wir machen? Oh nein. Ich habe so wenigstens ein blödes Gefühl. Habe ich jetzt endlich die Schlüssel zu meinem alten Zimmer. Aber warum war es überhaupt abgeschlossen? Oh nein, da ist irgendwas drin, was uns gar nicht gut gefällt, glaube ich. Und wo ist unser Mann? Der ist jetzt im Krieg oder was? Der ist arbeiten oder wie? Oder der schläft oder was? Oder. Junge, warum leckt denn das Spiel jetzt? Hör auf damit. Warte mal. Hä? Oha! Oh. Ich glaube, da hinten ist ein Festival oder sowas. Wir sollen uns beeilen. Ich glaube, wir sollten uns beeilen. Ist so eine kleine Eingebung gerade. Das ist, glaube ich, besser dann. Endlich kann ich mein Zimmer betreten. Nee, hier der Vater. Ich meinte, wo ist unser Vater? Aber... Hä? Einmal Puppe. Warum leuchten hier Kerzen? Ich fühle mich wieder wie ein Kind. Ich habe mit den Puppen das nachgespielt, was in meinem Leben passiert ist. Um den Kopf frei zu bekommen, will ich das noch einmal tun. Junge, die ist komplett drin, ne? Nach so vielen schrecklichen Ereignissen. Ich sag's euch, könnt ihr sagen, was ihr wollt, das Ding mit dem Telegrafen hat die gekillt und uns auch. Seitdem ist die so. Erst dann. Vorher ging's ihr gut, vorher sind wir happy Fahrrad gefahren. Das hat alles zerstört. Der Telegraf hat uns einfach wahnsinnig werden lassen. Habe ich es endlich geschafft, die weiße Frau zu treffen. Oh. Zumindest glaube ich das. Ja. Einer alten Legende zufolge werden die umliegenden Seen vom Geist einer jungen Frau heimgesucht, die von dem Mann, den sie liebte, getötet wurde. Ein nächtliches Rendezvous am See. So viel Hoffnung und Sehnsucht. Aber der Tod erwartete sie, nicht die Liebe. Mein Liebster ist noch nicht da, ich werde warten. Mein Liebster ist noch nicht da, ich werde warten. Das habe ich aber besser gesagt. Ah, was für ein wunderschöner Mond heute Nacht. Junge. Endlich bist du da. So laufe ich auch immer auf die Leute Was zu. Was ist los? Warum verhältst du dich so seltsam? Der Liebhaber. Warte mal, so. Du hast mich betrogen. Bist du verrückt? Ich liebe dich zu sehr. Und der Gedanke an dich mit einem anderen macht mich wahnsinnig. Deshalb musst du sterben. Klassiker, Junge. Ja. Was ein Kampf. Was habe ich dir angetan? Das ist gerade die Geschichte der weißen Frau, ne?
Verzweifelt gestand der Mann, sie aus Eifersucht getötet zu haben. Ja. Blöd. Schade. Nur dieser Dialog ist krass. Wow. Ich bin drin, in der Story, ich bin drin. Oh nein! Jetzt ist er tot! Jetzt hör doch mal ehrlich, es versteht sowieso keiner, wenn ein Priester irgendwas sie raushaut. Sie suchten überall, aber die Leiche der Frau wurde nie gefunden. Seitdem ist ihr Geist bekannt als die Weiße Frau. Die junge Frau ist jetzt wer? Oh nein, mach das nicht. Der See ist böse, der möchte ich aufessen. Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Are You Walkie, oder? Kennt ihr das Spiel noch? Ja, ne? Dürfen nicht reden, Leute. Möchtest du nicht mit in den See kommen? Ja, komm hier runter. Ich zieh dich rein. Hilfe, nein, du hast doch gesagt, du möchtest. Ja, komm, wir gehen gemeinsam. Hui, lass uns schwimmen. Nun kann ich beginnen. Ja. Zunächst einmal sollten wir klären, was in der Nacht vor dem verfluchten 16. Juli passiert ist. Ja, Martha, die offensichtlich nicht sprechen kann. Was, sie sagen, der Krieg ist bald vorbei. Sprechen. Möchtest du morgen früh mit mir zum See gehen? Hast du Lapo gestern... Hast du Lapo gestern gesehen? Warum fragst du? Ich habe gesehen, wie er die Scheune verlassen hat. Warst du nicht dabei? Ich habe gesehen, wie er die Scheune verlassen hat. Warst du nicht dabei? Nein. Möchtest du morgen früh mit mir zum See gehen? Ich möchte baden. Ich möchte ein paar Fotos machen. Ich möchte ein paar Fotos machen. Ich möchte ein paar Fotos machen. Was ist, wenn Mama es herausfindet? Dann machen wir ein Foto von Mama, wie sie dich umbringt. Lass uns im Morgengrauen aufbrechen. Mama hat sowieso einen tiefen Schlaf. Du weißt, dass sie dieses Medikament genommen hat? Willst du tatsächlich im Morgengrauen aufwachen? Ja. Weck mich auf. Weck mich auf. Oh nein. Und Martha hat's nicht gemacht. Sollen wir Betten tauschen, wie früher, als wir noch Kinder waren? Da hat sie ihre Chance erkannt. Zack, und dann ist alles geschehen. Dann ist alles passiert. Klar. Tolle Idee. Ich hätte richtig Bock, mein Bett zu tauschen. Hab richtig Bock, mein Bett zu tauschen. Ja, es geschah folgendermaßen.
Am Morgen ging Martha zum See und gab vor, ich zu sein, um ihre Schwangerschaft zu offenbaren. Sie wusste, dass Mama ihr dorthin folgen würde. Ich kann jetzt nur raten, was passierte, als sie sich am See trafen. Aber ich konnte doch noch das Foto... Kann ich nicht das noch angucken? Dein Messer nehmen? Was können wir mit ihr machen? Können wir gar nichts machen. Okay. Sprechen. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Zieh dich aus, ich will deine Schande sehen. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu... Zieh dich aus! Ich will deine Schande sehen! Hä? Achso, sie dachte ja, das wäre Julia, ne? Wegen dem Brief. Nie im Leben. Ich zieh dir das Kleid aus, du dummes Mädchen! Der schwangere Bauch. Du bist also schwanger. Deine Schwester hatte recht. Naja, wenigstens hatte ich Spaß. Was? Hä? Hat sie das vielleicht extra gesagt, um zu provozieren? Naja, wenigstens hatte ich Spaß. Dafür werde ich dich... Dafür werde ich dich bestrafen, du Hure! Versuch es doch. Trau dich. Ja, ich hatte sie das Kleid noch an, deswegen. Stock ist doch auch Quatsch. Dumm! 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 Nee, so ist das nicht passiert. Eindeutig nicht. Das könnte genau das sein, was passiert ist. Wiederholen. Wiederholen das nochmal. Das Kleid blieb an. Sie ist baden gegangen. Das Messer brauchen wir auch nicht. Hallo, Mama. Hallo, Julia. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Tut mir leid, Mama. Ich wollte nicht ungezogen sein. Nein. Martha kann unmöglich versucht haben, nett zu ihr zu sein. Och, Mann. Hey, was habe ich jetzt gemacht? Ich werde nie genau wissen, was passiert ist. Hey! Aber ich glaube, ich habe eine Vorstellung. Seitdem ist ihr Geist bekannt als die weiße Frau. Och, Mann. Wieso ist das jetzt weg? Sag mir nicht, das muss ich dann wieder von vorne machen. Was ist denn das? 1.51 Uhr, das ist schon ein bisschen länger hier. Scheiße. Das ist doch so doof, Alter. Aber wieso kann ich das denn, also wieso kann ich das denn falsch eingeben? Das ist doch Quatsch. Was macht das für einen Sinn? Wieder gefährt für ein ja, kleiner ist... Arm? Hä? Warte mal. Was? Was? Ein kleines Bein?
Und noch ein kleiner Arm. Ich bin einfach so nett gewesen. Wir haben das ganze Spiel geschwupst. Aber noch ein kleines Bein. Was tust du denn? Oh, nur noch der Kopf ist übrig. Du hast jetzt nicht die Mutti da... Die hat die jetzt nicht weggeballert, oder? Die hat die jetzt nicht... Die hat die jetzt nicht da aufgewischt, oder? Also hier... Warum sieht der Sack so aus, als hätte er zwei Augen? Der sieht voll unschuldig aus, Mann. Die Brücke. Nee. Nee. Ich war nee! Unter der Brücke, aber... Nee! Aber es war nur ein Spiel. Das hier ist jedoch kein Spiel. Ich habe nur gespielt. Es ist nur ein schlechter Scherz. Unter der Brücke. Die Kirche. Die Stadt. Sprich, die weiße Frau. Junge, Spiel! Der Kopf... der Kopf wieder da hängt. Entwickelt das Foto vom Fötus. Ja, wann soll ich das denn machen? Werde den Kopf los. Wie werde den Kopf los? Wie das rumklatscht. Wie so eine Irre laufen wir jetzt da rum mit dem Kopf in der Hand, oder was? Können wir Fahrrad fahren? Schade. Das wäre irgendwie auch so ein bisschen witzig gewesen. Warum brennt das jetzt da? Werden wir weil wir angegriffen werden, oder was? Junge. Warum stehen denn jetzt hier überall Kerzen? Die hat es halt einfach wirklich gemacht. Die hat die einfach zerteilt. Flupp. Was? Was? Und nu? Kann nichts machen. Muss ich jetzt nicht zugraben? Nee? Interessieren wir uns dafür nicht? Okay, dann gehen wir jetzt einfach. Oder wie? Das war's dann jetzt mit der Familie. Der Strom ist wieder da. Jetzt kann ich den Film entwickeln und meine Fragen werden hoffentlich beantwortet. Oh nein. Das ist bestimmt nicht so passiert, oder? Das ist doch bestimmt nicht so passiert. Und jetzt hat die einfach die Mutti umsonst weggeschnetzelt. Ich meine, umsonst, das ist natürlich jetzt wieder Ansichtssache, ne? Aber... als ob das Blut hier auch so weg ist, einfach schon. Das geht doch nicht gut. Das ist doch jetzt... Da kommt doch jetzt noch irgendwie ein Bumser hier. Der Bumser kommt jetzt noch. Das ist nicht normal jetzt. Was entwickeln wir? Für ein Foto?
Sie hat das wirklich mit dem Stock gemacht. Es war halt wirklich die Mutter einfach. Also, es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es anders gewesen wäre, aber Alter. Das Kartenfoto haben wir doch gemacht für Dings. Diese Geräusche abseits, die machen mir gerade ein bisschen Angst tatsächlich. Ich habe das Gefühl, dass wir gleich irgendwie, dass wir gleich Besuch bekommen. Warte mal. Oh, lieber Gott, es ist also wahr. Ich habe meine Schwester getötet. Ich habe alles getan, um die Wahrheit zu verbergen. Dann habe ich meine Mutter getötet, um mich von der Schuld zu befreien. Aber sie war böse. Und es war alles ihre Schuld. Gott, was macht das aus mir? Ich verdiene es nicht, noch eine Sekunde länger zu leben. Vielleicht werde ich sie wiedersehen. Und ich kann versuchen, sie um Verzeihung zu bitten. Aber wenn es nichts nach dem Tod gibt, werde ich wenigstens komm, von Papa. Diesem Leiden befreit komm, sein. Komm, Papa, komm rein. Ich weiß, dass es nicht richtig ist. Aber ich kann nicht mehr. Ich schoss instinktiv auf den Soldaten und traf ihn direkt in den Kopf. Doch das war keine gute Idee. Er war offensichtlich nicht allein. Als die anderen hereinkamen, schloss ich die Augen. Ich hörte einen großen Tumult und spürte dann einen scharfen Schmerz im Magen. Sie traten mich, während ein anderer vergeblich versuchte, sich davon zu überzeugen, dass der am Boden liegende Soldat noch am Leben war. Sie traten mir in die Rippen, in den Rücken und in den Magen. Ich konnte nicht atmen und hatte das Bedürfnis, mich zu übergeben. Man befahl ihnen, mich auf einen Stuhl zu setzen. Sie fesselten mich so fest, dass ich weder meine Hände noch meine Füße spüren konnte. Auf dem Stuhl neben mir saß mein Vater. Er atmete, schien aber bewusstlos zu sein. Deswegen hat er auch die Augen auf. Der Mann fing an, mir Fragen zu stellen. Er schlug mir ständig mit einem kurzen Stock oder so ins Gesicht und auf den Kopf. Die Hiebe waren so brutal, dass ich dachte, er würde meinen Schädel zertrümmern. Ich spürte abgebrochene Zähne und schmeckte Blut in meinem Mund. Ich fuhr mit der Zunge über die Zähne und dachte dabei, dass ich nie wieder würde lächeln können. Ein törichter Gedanke, vielleicht, aber dennoch tat er weh. Ein Teil meiner Oberlippe war aufgeplatzt und hing herunter. Ich versuchte dummerweise, sie mit meiner Zunge und Unterlippe wieder zurückzuschieben. Ich übergab mich. Sie zwangen mich zu gestehen, dass mein Vater alle Arten von subversiven Tätigkeiten innerhalb der deutschen Armee durchgeführt hatte. Natürlich wusste ich nichts darüber, also versuchte ich, das zu erklären. Aber diese Schläge... Ich hätte alles getan, um sie aufzuhalten, was auch immer nötig war. Kurz nachdem ich ihnen gesagt hatte, was sie hören wollten, sagte der General: Es waren nur zwei Ohrfeigen nötig, damit du deinen Vater verrätst, du deutsche Hure. Dann befahl er, meinen Vater hinzurichten. Es ging ganz schnell. Er bewegte sich noch nicht mal. Dann zeigte er auf einen der Soldaten und danach auf mich. Meine Zeit war gekommen. Sie alle gingen weg, bis auf den Soldaten, der die unangenehme Aufgabe hatte, mich umzubringen. Ich wollte sterben, aber nicht so. Grauen erfasste mich. Ich spürte, wie sich mein Körper entleerte. Die Waffe war auf meine Stirn gerichtet. Ich konnte ihm nicht ins Gesicht sehen. Ich stank, ich fühlte mich schändlich. Dann zielte er absichtlich daneben und schoss. Er hatte Erbarmen mit mir. Es war wohl mein Schicksal, nicht zu sterben. Er löste die Fesseln, stieß mich zu Boden und rief:
Erledigt. Die deutsche Hure ist aus dem Weg geräumt. Ich blieb regungslos am Boden liegen. Er ging und ich wurde wieder ohnmächtig. Also hat sie sich von der Eifersucht einfach komplett zerfressen lassen? Als ich zu mir kam, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Und hat sie deswegen umgebracht, ja, ne? Ich fühlte mich völlig leer und hatte überall Schmerzen. Alle waren tot. Ich war nun allein auf der Welt. Ich fühlte den Wunsch, ein letztes Mal ihre Stimmen auf Papas Rekorder in der Dunkelkammer zu hören. Vorausgesetzt, dass die Soldaten ihn nicht zerstört hatten, versteht sich. Julias Tasche wurde von den Soldaten entfernt, aber sie haben sie in dem Keller gelassen. Hä? Warte, das heißt, dass wir die Fotos noch entwickeln können, oder was? Erstmal gerade gefoltert worden, war da erschossen, erstmal Fotos entwickeln, richtig Bock. Wo ist denn die Tasche? Ich bin umgeben von Teilen meines eigenen Körpers. Fleischfetzen, Knochensplitter. Alles in einer trüben Wolke, die sich langsam im Wasser ausbreitet. Mit jedem neuen Würgen. Ich habe solche Angst. Was soll ich tun?